Herzlich willkommen zurück zu Genie Half Hero. Half Genie Hero, mein Gott. Der Name. Und ja, ich habe absolut keine Ahnung, was es hier mit den Secrets auf sich hat. Die sind einfach nur absolut verwirrend hier. Sind sie in so komischen Fabrik? Warte mal, hä? Bist du gerade im Respawn oder was? Ja, die werden irgendwie normale Mädchen zu Meerjungfrauen. Ja, so in etwa ist die Lage hier. Schau dir das da oben an. Okay. Als ob. Oh, Kundschaft, hast du geklingelt? Ich lehre hier nur die magischsten aller Tanzbewegungen. Alles Topware. Hier, sehr nützlich, keine Nieten. Oh, ein Shop und schaut euch an. Wiederbelebungstanz. Stellt im Austausch für Magie ein wenig Gesundheit wieder her. Okay. Auslöschen. Verbrauche Magie, um allen Gegnern in der Nähe schweren Schaden zuzufügen. Druidentanz. Verwandelt dich in eine Druide, um Früchte zu sammeln. Blobfischtanz. Springe als fröhlicher Blobfisch durch die Stadt. Edelsteinstanz. Verwandle dich in einen Krug voller Edelsteine und werde reich. Handel. Okay. Gegen den Warptanz gegen einen Gem-Juck-Tanz eintauschen. Okay. Naja, ich will eigentlich. Na komm. Holen wir jetzt den Wiederbelebungstanz und dann gehen wir. So. Mann. Sich. Okay. Okay, hier ist auf jeden Fall das Menü. Dem Außer schon Magie Gesundheit wieder her. Und der Affentanz. Also, okay, das heißt, wir haben jetzt nicht den dabei. Ah, da oben. Okay. Nein. Aber mit A kann man jetzt das auch aktivieren, nicht mit R. Was? Oh. Safe. Schon wieder? Was? Okay. Tschüss! So ein bisschen. Oh. Bruh. Are you fucking seriously? Okay. Check's irgendwie nicht. Muss man schon aufpassen hier. Wir rutschen ja ein wenig durch die Gegend. Okay, das hier alles mitnehmen. Nur eine Orange. Cool. Orange, nein. Boah, was bist du für ein Depp? Hör auf. Orange, noch eine. Mann, wieso verfehle ich so viele Orangen? Noch eine Orange. Yay. Boah, wo kommt das Ding her? Oh, scheiße. Mann, Digga. Was kann ich überhaupt? In diesem Spiel zumindest. Glaube ich. Warte mal. Orangen. Okay. Geheilt. Gut. Brauch noch mehr von diesen Dingern. Brauch noch mehr Orangen. Gib mir Orangen! Oh shit! Orange! Mann! Hör auf. Mann,
will nur mehr Orangen. Hallo. Ich sehe dich einfach zu spät. Ich kann nicht einsammeln immer rechtzeitig. Oh mein Gott. Und da meist mir so eine Scheiße entgegenkommt. Mann, lass mich doch mal endlich machen. Boah, was ist das hier? Alter, die Schwierigkeit lässt ziemlich schnell, wird ziemlich schnell schwer, sag es einfach mal so. Boah, was geht denn? Jetzt? Aua, Digga. Bolo, hör auf herumzualbern. Ach. Fälschte Meerjungfrauen? Siehst du nicht, was hier los ist? Jemand verwandelt ganz normale Mädchen in falsche Meerjungfrauen. Fälschung! Ach. Ich muss mich übergeben. Das ist ekelhaft, okay? Die fälschten Meerjungfrauen werden also in Dosen verpackt, schwimmen in diese Rutsche entlang und landen dann hier. Aber warum? Und wer steckt hinter all dem? Ja, dann finden wir das mal raus. Oh. Okay. Technobaron. Schon wieder verzählt. Verstört meine Konzentration. Verdammte Scheiße. Das war ich. Ich habe deine Meerjungfrauenfabrik und die gefälschte Meerjungfrauen gesehen. Und jetzt werf ich dich in den Fluss. Genau wie deine Dosen. Und dich werde ich übrigens aufwerfen. Okay? Um meinen Technogramms vorbeigekommen. Egal. Diesen Ort wirst du niemals leben verlassen. Freue dich darauf, jetzt bei den Fischen zu schlafen. Okay. Ja. Freu dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Makrele. Kein Wunder, dass die Meerjungfrauen angreifen. Er hat ihre Königin gefangen. Ich muss sie befreien. Giga-Meerjungfrau, die bezaubernde Gefangene. Ja. Yay. Als ob. Soll ich dazu noch was sagen, Leute? Ja. Ich habe ja am als wir hierher gekommen sind, von Meerjungfrauen gesprochen. Weil hier von die Rede war. Aber das? Ja. Ich würde sagen, das ist wirklich meine Lieblingswelt. Der Boss vor allem. Oh mein Gott. Eine riesige Giga-Meerjungfrau. Ja, Entwickler. Wenn ihr das Spiel, ja, wie auch immer, wie dabei weiß ich bestimmt schon, wie ich es meine, ja, so halt gestalten wollt, ja, also, oh scheiße, was ist das denn? Oh scheiße, Kugeln, fuck, pass auf. Warte mal, scheiße, die machen übelst viel Schaden, das ist die andere Orange. Das ist keine Chance hier. Auf, Mann, fuck. Also wenn ich jetzt schon sehe, wie wir jetzt hier schon beim zweiten Boss so viel Schaden kriegen, nee, wir kriegen bestimmt irgendwann noch hier irgendwelche Items, die meine Leben erhöhen, bestimmt. Aber ja, komm. So. So, du bist jetzt frei. Ja, es war ein richtig komischer Moment, das zu sagen, aber trotzdem war es irgendwie leicht. Klar, dass es so gefällt habe, ist nur, weil ich sowas noch nie gespielt habe. Aber, ja, würde ich sowas drauf haben, dann, ja, würde ich mal sagen, war das ein bisschen zu leicht, dieser Boss. Ja, war der erste aber auch, aber trotzdem. Puh, du bist in Sicherheit. Kommst du denn jetzt her? Sie sieht wütend aus. Was? Ach, kein Wunder, dass es so easy war. Ich hätte es sagen dürfen.
Der Bosskampf geht weiter. Und oh mein Gott. Okay, was ist das hier? Boah, Digga! Rast nicht aus! Jetzt ist solche. Okay, ich bleib an. Nein, ich kann sie da nicht angreifen. Scheiße. Das wäre auch zu lustig gewesen, würde das gehen. Alter. Okay, aber wo soll ich ihn dann angreifen? Aber warte mal, warte mal, warte mal. Stopp. Ah, warte mal. Ah, dieses Medaillon, genau. Oh, scheiße. Hab's leider verpasst. Ich mag den Boss. In allerlei Zwecken. Boah, Alter, wie sie mich beinahe schon wieder erwischt hätte. Aber alter, Digga. Wie leben hat die bitte? Ja, dann ist es dauert ein bisschen lange, wenn ich das mal so sagen darf. Boah, Kacke. Also hier ist man auch noch mit ihrer Giga-Schweifflosse. Nicht dieses zweideutige Wort, bitte. Das hier ist schon pervers genug. Wieso hat mich denn schon wieder getroffen? Ich habe keine Orangen mehr. Ich muss es jetzt hier schaffen. Ich akzeptiere keinen Fail. Oh, es gibt... oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, easy. Sie ist down. Warum auch immer. Warum immer wir sie töten müssen. Und der Controller vibriert mal wieder ohne Ende. Ach du Scheiße. Da wäre ich doch beinahe darum gegangen. Und da habe ich es echt doch nicht gefehlt. Es war so unglaublich knapp. Digga, gib mir diese Herzcontainer oder was es auch immer hier gibt in diesem Spiel. Herzcontainer, weil, ja, Zelda halt. Aber, ja. Gib mir was auch immer, auf jeden Fall irgendwas, was mein Herz erhöht. Techno-Baron, du krankes, krankes Monster. Und das, ja, du weißt schon, was ich meine. Richtig krank. Mhm, kann ich dir zustimmen. Du hast gefälschte Mailform verkauft als Dosenfutter für Monster. Ja. Hey, wir müssen auch was essen, ne? Essen? Alles klar. Die Nachfrage war groß und das Angebot gering. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Hätte ich denn diese Chance einfach nicht nutzen sollen? Ich bekam so viele Bestellungen, dass ich... Ich bekam so viele Bestellungen, dass ich am Ende keine echten Mailfrau mehr übrig hatte. Ich muss noch ein paar B-Ware-Produkte ausliefern, um das Engpass zu überbrücken. Das ist alles. Das ist einfach nur ein gutes Geschäft. Ich überlasse dir das Geschäft. Ja, komm, hol ihn einfach. Gib mir das, was er verdient. Oh, und im Übrigen merke ich jetzt auch. Schau mal den Hintergrund. Oh my God. OMG. Schaut in den Hintergrund. Wie pervers wird denn diese Welt noch? Mein. Oh my fucking God. Sieht so aus, als wären es nicht die Mailing-Frauen, die dahinter stecken. Und ich schätze, ich schulde euch da meine Entschuldigung. Es war falsch, mal mir vorherige Schlüsse zu ziehen. Doch, Schlüsse so. Ich hoffe, ihr nehmt meine Entschuldigung an. Entschuldigung angenommen. Ich habe mit ihnen geredet, aber lass mal, ne? Wie auch immer, ich hoffe, wir können nun Freunde sein. Bringen wir die Mädchen wieder nach Hause. Oh, jetzt schon vorbei. Das hat mir die Welt gerade so gefallen. Na dann, tschüss. Schade. Die Welt hat mir gefallen. Ja. In den einen und anderen Dingen. Oh Mann. Ach, und wir hatten wieder eine Fähigkeit. Tochter der Genies. Willkommen im Genie-Reich. Nimm diese Verwandlung und trete ins Licht, Mann. Meine Fresse. Und was erhalten wir? Oh, der Krabbentanz. Cool.
Nutze die Fähigkeit, um dich unter Wasser fortzubewegen. Drücke X, um zu tanzen. Ja, das weiß ich schon. Cool. Yay! Jetzt können wir also uns auch unter Wasser bewegen. Das ist mal eine gute Nachricht. Auf jeden Fall eine perfekte Nachricht, um dann im nächsten Part weiterzumachen. Auf jeden Fall, ja komm. Erstens, wie gesagt, muss ich jetzt etwas früher beenden, da meine Kamera jetzt leer ist. Und wie gesagt, ich will mich jetzt mal wirklich informieren wegen den ganzen Secrets in Welt 1. Also in diesem ersten Level. Ja, erste Welt halt, wie das denn da steht. Ja. Ich bin froh, dass du die Sachen wieder in Ordnung bringen konntest. Jupp, alle Mädchen wurden sicher nach Hause gebracht. Das gleiche gilt auch für die Meerjungfrauen, vergiss das nicht. Also, wie geht's mit deinem Dynamo voran, Onkel? Nun, ich habe alle wesentlichen Einzelteile. Aber dem Bauplan zufolge fehlen mir noch immer 4 Bauteile. Angefangen. Hä, ich dachte, du hast alle zusammen. Betrug! Er hat gerade eben gesagt, er hat alle Bauteile zusammen. Und jetzt sagt er auch plötzlich, ihm fehlen noch 4 Bauteile. Logisch! Angefangen mit dem Kupferdrähten. Ich kann das Kabel zwar selbst herstellen, aber das ist zumindest ein Stück Kupfererz. Kein Problem, ich finde. Ich gehe einfach in die Welt von Minecraft und grabe mich einfach nach unten, Tommy, easy was, ne? Ja, ich finde schon Kupfererz. Hm? No problem. Gutes Mädchen. Aber wo kann ich Kupfererz finden? Außer Minecraft. Keine Ahnung. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder in Minecraft, würde ich sagen. Und holen uns ein wenig Kupfererz für unseren Onkel. Na dann, bis demnächst bei Let's Play Shantae Half Genie Hero. Mein Gott, dieser Name, ey. Dass ich mir den einfach nicht merken kann. Das ist zum Kotzen. Ich hoffe, ich kann den im nächsten Part besser. Bis demnächst. Ciao. Daumen hoch auf dieses Video im Übrigen.